Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge The Hunter Call of the Wild. Da sind wir wieder am Start, Sonntag. Wir gehen wieder zurück zum gewohnten Programm. Letzte Woche fiel es ja aus aufgrund des Early Access, aber diese Woche wieder Lodge Reacts. Also, wir gucken uns eure Lodges an. Wenn ihr auch noch eine Lodge habt, die ihr gerne zeigen möchtet, dann joint einfach dem Discord. Link dazu befindet sich in der Videobeschreibung. Da gibt es einen Channel, der heißt COTW Trophy Lodge React. Oder schreibt einfach euren Steam-Benutzernamen rein, euren Steam-Freundescode und welche Lodge ich mir angucken soll. Und dann seid ihr demnächst irgendwann an der Reihe. Genauso getan hat es auch der Big Pro Saseka Safari 1. Nur die ist vorhanden, also gucken wir uns die logischerweise an. Und wir starten. Hat er nicht so viele Stunden, hat er glaube ich geschrieben, 130 oder so. Also jetzt vielleicht ein bisschen mehr, aber nicht so viel. Deshalb bin ich gespannt, was wir sehen. Und ich bin gespannt, ob wir vielleicht auch schon die ersten Tiere entdecken. Von Nepal, logischerweise. Denn die kam raus. Ihr hattet jetzt auch die Gelegenheit zu spielen. Und vielleicht finden wir heute schon eine. Mit ein paar Trophäen von da. Der Rothirsch hier sicherlich ist nicht von da. Goldwertung bei dem 191er. Und auf der Seite. Ist der Balken neu, Alter? Ist der neu? Hier war doch sonst ein Balken in dieser Lodge, oder? Erzähl mir doch keinen. Der ist doch neu, oder nicht? Hä? War der schon immer? Würde er noch nie statt dem Balken mitten im Weg in dieser scheiß Lodge, wenn man hier reinkommt, Alter. Ich könnte mal hier rückwärts laufen und bin da nie hängen geblieben. Was ist das denn? Das ist doch neu. Schreib mir in die Kommentare, ob der neu ist. Der ist doch hundertprozentig neu, oder nicht? Der nervt ja richtig. Der Junge, ich habe noch nie auch diesen Dings hier gesehen, diesen Holzkreis. Hä? Wieder rauspatchen, sage ich. So, dann aber hier nächster Rothirsch. Trollgeweiht 239, ja, legendärer wahrscheinlich, aber hat getrollt. Ja, Junge, also wie nervig ist dieser Balken hier, Junge? Also wer kam auf die Idee, dass hier ein Balken gehen muss? Mal real talk. Wie nervig ist der denn? Junge, ich kann ja jetzt... Ich kann mal da oben jetzt gucken, ey. Der Fee, ich schwöre, der war vorher nicht, ey. Der war noch nie, war der hier, dieser Balken. Ohne Witz. So. Wolf in Gold haben wir hier. Und da noch ein Dierwolf. Grauwolf. Am Start. Dann hier Geisterbraunbär. Sieht immer cool aus. Leider nicht selten von der Farbe her. Aber trotzdem immer schöne Trophäe. Nee, Junge, auch wenn ich hier rüber gehe, ist dieser Balken, der war doch noch nie da, ne? Weiß ich nicht. Okay, aber dahin müssen wir nicht hin. Denn da ist nichts, aber hier ein Auerhuhn. Auerhuhn in Goldwertung, was hier steht. Dann geht's weiter mit einem Fuchs in Bronzewertung. Genauso gut wie ein Alligator hier in Gold an der Wand. Einzige Trophäe an der Wand. Können wir also sonst hier skippen. Dann eine gescheckte Stockente in weiblich. Hier ein paar Knarren Moradi und 27 Stradivarius. Und die 308, nee, die 300er Tactical, die Asina tatsächlich, die sah aus wie 308 tatsächlich. Aber hier oben Diasalzi, Diasalzi, oh, noch ein Diasalzi, zwei Diasalzis, die sind nicht so selten. Dementsprechend, ja, kann man die schon schießen. Hier noch eine gescheckte Stockente in männlich diesmal. Dann haben wir Banteng, ebenfalls Diamant. Also wir sehen Australien auf jeden Fall schon viel gespielt. Vielleicht sogar alle hier Tiere aus Australien. Bis auf die Wölfe. Also Rothirsche würde es da geben. Gut, den Bär auch nicht, logischerweise. Auerhuhn nicht. Aber, vielleicht ein paar Tiere aus Australien. Hier, den Fuchs gibt es da. Kroko, logischerweise. Banteng gibt es da. Gut, die Stockenten auch nicht. Aber, ja, kann gut sein. Prebison ist aber auch von woanders. Und das sogar in Albino. Also, erste Rare hier in der Lodge, den wir sehen. Gefolgt von einem Diamantlöwen sogar. Ja. Den hätte ich auch gerne, aber ich will den Assassin so bearbeitet haben. Junge, ich hoffe echt, dass die Löwen mal bearbeiten. Wenn wir uns jetzt ansehen, wie die Tiger aussehen und gerade so die Rare Tiger. Junge, glaube ich echt, dass der hier bald ein Makeover bekommt. So, dann Dammhirsch in Gold und Dammhirsch in Gold hier auf der Seite. Ansonsten der Raum hier auch nicht. Guck mal, da haben wir noch eine hellbraune Salzi. Ist, glaube ich, bei denen selten, richtig? Ist auch ein Rare. Ich glaube, das ist ja das, was wir als Super Rare geschossen haben. Hellbraunes Diamantkrokodil. Hier in Goldwertung, aber rare allemal. So, dann hier aber nichts mehr. Gehen wir weiter auf die andere Seite. Weiß nicht, ob wir da überhaupt Trophäen haben, aber der Vollständigkeit halber checken wir es natürlich aus. Nicht, dass wir hier irgendwas übersehen, was wir nicht übersehen wollen. Einmal in den Seitenraum hier rein. Der ist aber leer. Der hier ist
ebenfalls leer, soweit ich das erblicken kann. Jawohl. Dann also ab nach hinten. Da oben hängt zumindest noch ein Wolf, den wir sehen. Ein Grauwolf auch in Goldwertung. Dann hier unten noch eine Goldstockente. Sonst hier nix und da nix. Hier auch nix. Andere Seite. Das ist auch so ein Balken, ne? Der ist auch neu, oder? Ich sag, der ist auch neu. Normalerweise gab es doch hinten raus, Alter. Und du hast diese Trophäe gesehen, ohne da so einen scheiß Balken im Weg. Aber der da vorne hundertprozentig. Jetzt, wenn ich das von hier sehe, ist der auch neu. Also, wer war der Meinung, da muss ein Balken hin? Jetzt mal Real Talk. Jung, hoffentlich kommt bald eine neue Lodge, Alter. Das ist das Safari-Lodge wird immer schlimmer. So, hier Maultier, 300 Auge, ich glaube verballert, oder? Raum der Schande hier, maybe. 318er ist, glaube ich, schon da, ich glaube 312 oder so. Also leider verschossen. Ansonsten hier im Raumi haben wir noch ein Tier, nämlich ein Salzi, auch wieder Diamant, genau wie die anderen Salzis, die wir schon an der Wand hängen hatten. Und ansonsten der Raum hier aber leer. Okay, perfekt. Ja, das war durch. Also für die Spielzeit auf jeden Fall gute Trophäen. Und eine Special Lodge mit ein paar Balken im Weg. Und die andere Lodge auch einen Balken hat. Bin gespannt. Vielleicht ist das auch hier Premium-Modell oder was. Keine Ahnung. War der Kronleuchter schon immer hier? Billardtisch war schon immer hier. Ach, dieser Balken, der war noch nie, war der hier, sage ich. Der ist ganz wild. Ab in die nächste Lodge. Und das ist die Lodge hier von Lenny, Saseka Safari 1, auch hier, also rein in diese scheiß Balkenlodge hier. Abfahrt. So, wir gehen in den Modus hier und starten mit dem Multimount. Reh, Diamant sei schon, Albino und ein Diamant ist auch dabei, in der Mitte wahrscheinlich und ein Gold. Außen, das ist aber auch verschossen, oder? Oh ne, warte, 81 ist, glaube 81, irgendwas ist hier erst, ne? Oder? Oh, ich glaube, der ist knapp drunter, der ist gar nicht verschossen, um ehrlich zu sein. Dann haben wir auf der Seite gescheckt Multimount von Dammhirschen. Oben Diamant-Auerhuhn, Diamant-Dammhirsch, Diamant-Weißwedel, noch ein Diamant-Weißwedel, einen 300er Elch, ein Diamant-Weißwedel und noch ein Auerhuhn, ebenfalls Diamant. Dann ein großer Rothirsch, super rare sogar. Gescheckter Diamant, den wir hier haben. Auch schon vor 2 Jahren geschossen, Alter, Zeit vergeht, ne? Dann haben wir einen Gredos in Diamant, genauso wie einen Mauli in Dia. Einen Elch in Diamant haben wir da oben noch hängen, dann hier einen Truthahn in Dia, einen Puma in Dia, noch einen Rothirsch und noch einen Puma und Gabelbock ebenfalls alles Diamant. Genauso geht es hier weiter mit dem Rothirsch, Diamant, hier der Elch Diamant. Viele alte Trophäen, oder? Tatsächlich sehr viele, 222, 221. Kaum aktuelle hier, 23. Habe schon eine von diesem Jahr gesehen eigentlich. Aufgehört zu spielen, sage ich. Oh Mann, das wird wohl keine Dings-Trophäe geben für heute. Keine Nepal-Trophäe, wenn ich das so sehe. Zimtente haben wir hier in Gold gescheckt. Dann da oben noch ein Deer Grizzly. Eine Zimtente gescheckt. Noch ein Diamant-Elch. Und ansonsten sind wir hier durch. Können wir also nach da hinten flitzen. Denn auch da geht es weiter mit Diamantieren, so wie es aussieht. Nämlich der Rothirsch hier zuerst. Und an der Wand einen Kudo sogar noch. Ich glaube sogar noch mit dem alten Geweih. Also vor Truex-Variante quasi. Aber ja, sind wir auch schon in der Trophäenwertung, ne? 32er. Die sind wir aktuell. Genauso wie hier Mufflon, Diamant, Truthahn, Diamant und noch ein Truthahn, Diamant. Ansonsten hier auf den Sideboards nix. Können wir also nach hinten. Da haben wir einen Moschustier in gescheckt. Dann noch ein Wildschwein in Albino. Spießbock-Diamant, Gnu-Diamant, noch ein Gnu-Diamant und noch ein Rothirsch-Diamant. Auf der Seite gescheckt auch allerdings diesmal ein Reh und kein Moschustier. Schwarzgoldenes Wildschwein, natürlich auch ein Rare. Da oben Auerhuhn, Diamant nochmal, Stockente, Dia und einen Gabelbock, Diamant. Hier die gute alte Canning. Nur 3800 Schüsse meinen drauf. Auf der Canning. Dann haben wir Multimon mit 2 Great Ones. Die kamen ein bisschen aus dem Nix, muss man sagen, aber gut, why not? ja,
beide hier Ende letzten Jahres geschossen. Dazu der Albino in Gold, den wir haben. Dann haben wir das nächste, und das ist auch ein Great One, nämlich ein Rothirsch. Auch den letztes Jahr geschossen. Und hier Multimount mit einem Albino Bison, dann melanistischer Wolf, nicht mal der Schattenwolf. Ich glaube, Schattenwolf ist aber auch kein Grauwolf, deshalb geht das Multimount logischerweise nicht. Und hier dann nochmal ein Dia-Wolf dazu. Auch gutes Mount, was wir da haben. Dann ein Diamantrothirsch, noch ein Diamantelch, ein Albino-Elch, ein gescheckter Elch, ein Diamantrothirsch, noch ein Dia-Rothirsch. Was sind die für Knarren hier? Oh, Stradivarius, gut, die würde ich auch nicht viel spielen. Drilling, noch eine Stradi, Luftgewehr, Bogen. 2000 auf der 7mm Einzelschuss, Junge. Eieiei. Krach, Bro. Multihirsch in melanistisch haben wir hier, weiblich. Und wir gucken in den Nebenraum, der allerdings leer ist. Okay, dann gehen wir hier gucken. Auch erstmal leer aus auf den ersten Blick. Ja, so ist es. Hier hat nichts Platz gefunden. Also ab auf die linke Seite und schauen, was wir da finden. Dann haben wir auf jeden Fall Trophäen, nämlich ein gescheckter Rentier zunächst. Dann auch hier einen Diamantelch, genauso wie hier 278er, 277er, 284er und 280er. Alles Dia-Elche, Braunhybride, Kanadagans und ein melanistisches Wildkaninchen auf den Sideboards. Gescheckte Ente und Diamantstockente hier. Dann ein melanistischer Elch, dachte, was ist das für ein Elch? Das sieht so klein aus, aber ne, melanistisch ist er. Dann haben wir ein Weißwedel in Dia, noch einen gescheckten Axeshirsch, ein 288er Dia-Elch, ein Albino-Axis auch tatsächlich. Dann hier noch 272er Weißwedel, auch ein guter. Diamant-Rothirsch, eine Hirschziegen-Antilope leuzistisch, die wir haben. Dann einen Elch in Diamant, noch ein Albino-Kudu und ein Diamant-Rothirsch. Ein Multimount nochmal, gescheckter Rothirsch mit gescheckten Weibchen. Und hier das Krongnu haben wir schon gesehen. Auch das hier existent. Haben wir lange nicht mehr gesehen, Lodges, oder? Krongnu? Haben wir von Zeit zu Zeit mal, aber auch schon jetzt ein paar Wochen, vielleicht sogar Monate nicht mehr gesehen. Also, mal wieder eins dabei. Zimtente, Diamant haben wir da. Und dann da oben noch ein Diamant. Hafermüffel. Wir gehen nach hinten und gucken, was uns da noch begegnen wird. Einmal erstmal die Wände hier auf jeden Fall. Gescheckter Elch da, genauso wie hier. Viele Elche auf jeden Fall, ne? Viele Dia-Elche, viele gescheckte Elche. Hm. Auch keine Elch-Great One. Zimtente, Diamant hier, genauso wie da. An der Wand eine Kragenente Albino. Junge, die sieht auch wild aus, ne? Irgendwie hat die so einen komischen Kopf, oder? Aber die so einen komischen Kopf, Alter. Weiß ich nicht. Da oben noch eine Kragenente Albino. Da haben wir eine gescheckte und noch eine gescheckte Stockente. Einen gescheckten Rothirsch, genauso wie hier. Und noch ein melanistisches Wildkaninchen. Albino-Wildkaninchen ist hier. Dann ein kleiner Baby-Elch. Ein Diamant-Alligator, noch ein Baby-Rothirsch. Diamant-Wildschwein, Albino-Wildschwein. Diamant-Kafernbüffel, Albino-Wildschwein auch hier. Und noch ein Diamant-Wildschwein. Andere Seite. Ups. So, was haben wir hier? Auch eine Menge Elch auf jeden Fall. Diamant dabei. Leuzistischer Kafermüffel da oben. Dann ein gescheckter Elch. Noch ein Albino-Elch und ein melanistischer Elch. Alle drei Fellvariationen. Dann noch ein Albino-Elch. Und da oben noch ein gescheckter Dammhirsch. Ja. Dann ab nein. Hm. Also wie gesagt, sehr, sehr viele Elche. Bin gespannt, ob wir noch was Elchmäßiges sehen. Erstmal bei Starter mit Löwen. Beide Diamant an der Ecke hier, ein paar Gämse, eine leuzistische, zwei melanistische. Dann Wildschweine, beziehungsweise zwei Wildschweine würde ich sagen. Ein Diamant, ein schwarz-goldenes und ein Razorback in Diamant. Hier an der Wand haben wir einen Axeshirsch, zwei sogar, zwei gescheckte, ein männlich, ein weiblich. Albino Kudu, Albino Dammhirsch, Albino Maultierhirsch. Auch hier wieder dann gescheckte Axeshirsche und in der Mitte Eiweißwolf mit Eiweißwolf. Beide hier nebeneinander. Vereint. Hier in der Ecke wieder Multimon, melanistischer Rothirsch mit einem gescheckten Weibchen. Dann ein Albino-Streifenglu, was wir hier noch sehen. Und hier einen Multimon auch mit Albino-Löwen.
Hellbraun ist hellbraun bei den auch selten. Ich glaube, hellbraun bei den selten. Ich glaube, hellbraun ist auch bei den selten, oder? Oder dunkelbraun. Ich glaube, hellbraun, ne? Könnte auch ein Rare sein. Albino, weiblicher Löwe, Albino männlicher Löwe und natürlich lotzistischer Hafermüffel. Hier auch nochmal ein Multimount mit dem Albino, Prähasen und einem Rotfuchs. In Diamant der Fuchs. Hier nochmal zwei, ja, gerade im Augenblick noch das Geweih da gesehen. Zwei Rothirsche, nämlich da ein Great One und da ein Great One. Die hier beide vereint sind. Also zusätzlich zu dem, den wir schon im Gang gesehen haben. Das hier wird Missionsbär Medved Tiger sein. Hier 1400 auf der 308 drauf. Noch Multimount. Junge, jetzt, Alter. Ist es ein Vogel? Ist es Superman? Nein, es ist der Puma. Puma kommt von der Decke gesprungen. Und ein Gescheckthaber Pity dazu. Und hier dann noch ein Weißwedel-Mount. Albino. Zwei Albinos. Boah, nein, aber auch knapp unter dir, ne? 253 knapp drunter. Dafür dann hier der 274-7er. Natürlich Diamant. Und damit sind wir durch. Durch die Lodge. Perfekt. Ja, ey. Dann würde ich sagen, nichts wie raus hier. Aber diese Balken klar, ne? Ich bin mir nicht sicher. Immer schon gewesen oder nicht? Ich sag nicht. Raus hier. Geht's jetzt zu den Trophäen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es gefallen hat, Däumchen nach oben. Bis dahin, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.